den Führer. Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Die sogenannte Menschlichkeit. Mit dem Angriff Steiners. Ich bleibe in der Hauptstadt. Mein Führer, das kann und darf nicht sein. Mit dem Angriff Steiners. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Dann entblößen wir die Westfront. Sofort! Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Und der Armee wird nicht zurückgenommen. Dann entblößen wir die Westfront. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Mit dem Angriff Steiners. Die Logik der Frau. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Unter ein ausgerechnet Himmler! Die Logik der Frau. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Mit dem Angriff Steiners. Die Rolle von Hermann Göring, zu der ich heute den ersten Drehtag habe. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Ich werde noch, der schleicht ja dann gleich wieder ab, kommt also nur ganz kurz her, um zu sagen, dass er eigentlich in Süddeutschland dringend gebraucht wird, um einfach aus Berlin wieder rauszukommen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Und die eigentliche Szene oder was Hitler gegenüber auf der Lage dann passiert, das werden wir eigentlich erst in München erfahren, oder ich, in den nächsten Szenen, die ich habe. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. In den nächsten Szenen, die ich habe.
Wir sind Soldaten. In den nächsten Szenen, die ich habe. Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Wenk noch eingreifen kann. So sehr ich heute den ersten Drehtag habe. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Aber er wird niemals kapitulieren. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht. Ich habe das einmal mitgemacht. Das reicht. In den nächsten Szenen, die ich habe. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegeland nicht finden. Dann suchen Sie ihn. Dieser Versager, dieser Schmarotzer. Ein paar Vanille-Faulpelz! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Dieser Versager, dieser Schmarotzer. Ein paar Vanille-Faulpelz! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! Fegelein!